Herzlich willkommen zum Syngenta Obstbau Online-Vortrag 2021 von Hans Kohl. Ich darf Ihnen die Produkte für 2021 vorstellen. Die meisten sind Ihnen schon sehr, sehr bekannt: mit Switch, mit Topaz, mit Karate, mit Chorus, mit Tiovit, Evur, Ordivo und Geoxe. Kumadol, seit letztem Jahr unser neues billiges Kupferpräparat, Kupferhydroxidformulierung. Ein sehr, sehr günstiges Kupferpräparat. Heu neu am Markt, das Produkt Affirm Opti. Wir werden sich das Produkt Affirm Opti kurz anschauen, die wesentlichen Vorteile von diesem Produkt. Das Affirm Opti ist fast in jedem EU-Land, Nachbarstaaten von Österreich zugelassen. In Österreich ist es seit Juni letzten Jahres zugelassen. Für die heutige Saison haben wir das Affirm Opti eben zur Wickelbekämpfung. Der Wirkstoff ist Emamectin, ist ein Spezialist gegen alle Schadraupen, alle Wickelarten, Miniermotten, kleine Wickler und hat auch eine gute Nebenwirkung auf die Spinnmilben. Das Vertimec mit dem Wirkstoff Abamectin war die erste Generation und mit Emamectin spricht man für im Opti, das ist die zweite Generation der Abamectine im Obstbau. Wie schon gesagt, das Emamectin-Wirkstoff wirkt einfach gegen alle Wickelarten sehr, sehr gut und auch gegen die Spinnmilben haben wir eine gute Teilwirkung. Bei den saugenden Schädlingen haben wir einfach die Wirkung eher schlecht, aber wie gesagt, wir konzentrieren uns auf die Wickelarten. Die Wickelarten wären der Apfelwickler, der kleine Fruchtwickler, der Pflaumenwickler, Pfirsichwickler, die Schalenwickler, genauso der Heckenwickler und auch die Miniermotten. Da haben wir mit unserem Emamectin eine sehr, sehr gute Wirkung. Der Wirkungsmechanismus hat zwei Vorteile, weil der Wirkstoff auf zwei Wirkorte im Nervensystem eingreift und den großen Vorteil hat, dass wir damit von der Resistenzseite her sehr, sehr stabil sind. Das heißt, wir sind wenig anfällig auf die Resistenz und auch bei Produkten, die bereits registriert sind, da gilt das Emamectin als Resistenzbrecher mit selbst geringen Resistenzproblemen. Die Vorteile der neuen Opti-Formulierung, das ist eine sehr, sehr gute Granulatformulierung, weniger Staub bei der Anwendung, das heißt für den Anwender sehr, sehr angenehm zum Arbeiten, weil es nicht stinkt und nicht staubt. Wir brauchen keinen Netzmittelzusatz und das Produkt ist einfach sehr, sehr lang von dem UV-Abbau geschützt. Ist das Emamectin im Depot? Das heißt, wie verhält sich das Emamectin bei Regen? Nachdem das Produkt sehr, sehr schnell in das Blatt eindringt, Translaminat transportiert wird und das ist eigentlich nach einer Stunde ist das Produkt absolut regenfest, ein zuverlässiger Schutz einfach gegen Abwaschung. Der Wirkstoff Emamectin wirkt auch sehr, sehr schnell. Das heißt, 1 bis 4 Stunden nach der Aufnahme tritt ein Fraßstopp der Larven ein und nach 2 bis 4 Tagen stirbt die Larve. Egal in welchem Stadium ab, das ist ein großer Vorteil. In wenigen Stunden nach der Applikation tritt der Tod der Larven ein. Wir haben auch eine ovizide Wirkung. Bei der oviziden Wirkung habe ich gesehen, dass frisch gelegte Eier, wo der Produkt, das immer dick draufkommt, bis zu einer 80%ige Wirkungssicherheit erreicht ist. Das hat es vorher kaum gegeben. Bei der larviziden Wirkung hat sich gezeigt, in vielen Versuchen, dass die Aktivität von Emamectin, egal auf welchem Larvenstadium du bist, die Wirkung immer sehr, sehr hoch ist, immer höher als der Vergleichsstandard. Das heißt, das Emamectin, sprich das Affirm Opti, wirkt auch eigentlich zu jedem Larvenstadium sehr, sehr gut. Wie schaut es mit der Abbaukurve aus? Das heißt, das Produkt ist eigentlich nach 3 Tagen nicht mehr nachweisbar. Nach einem Tag sind wir schon unter der Nachweisgrenze, das heißt für die Vermarktung im Rückstandsbereich gibt es überhaupt keine Probleme. Also ein sehr, sehr sicheres Produkt für viele Kulturen. Wie schaut es aus mit der Vermarktung im Pestizidreduktionsprogramm? Nachdem es sehr, sehr schnell abgebaut wird, haben wir da keine Probleme. Die Wartezeit ist zwar mit 7 Tagen festgelegt, jedoch die Nachweisgrenze ist ja nicht
nach 3 Tagen schon erreicht. Das heißt, wir haben eine hohe Sicherheit bei der Vermarktung und speziell auch bei der Vermarktung generell europaweit gibt es keine Probleme, weil einfach das Produkt kaum nachweisbar ist und eigentlich in jedem Land Europas zugelassen ist. Wie schauen die Versuchsergebnisse von Mafirm Opti aus? Nicht nur in Apfel, sondern auch in anderen Kulturen. Die Wirkung gegen den Bienenwickler sehr, sehr hoch von Mafirm Opti. Auch beim Fruchtschalenwickler, da haben wir Ergebnisse aus der Leinburg, aus Südtirol. Die Wirkung ist einfach sehr, sehr gut. Es soll einfach nur zeigen, dass das Mafirm Opti nicht nur auf dem Apfelwickler, sondern auch auf Pfirsichwickler, Birnenwickler, Pfirsichmotten einfach sehr, sehr gut funktioniert. Ein kurzes Produktprofil nochmal vom Mafirm Opti. Die zugelassenen sind jetzt Apfelwickler und Pflaumenwickler. Wir dürfen das dreimal anwenden. Im Kernobst ist die Aufwandmenge mit 0,69 Kilo per Hektar je Meter Kronenhöhe, maximal 2 Kilo am Hektar. Also für die Praxis mit 1,5 Kilo. Bei den Pflaumen können wir auf die 2,5 Kilo gehen, mit 7 Tage Wartezeit, wie gesagt, und die Packungsgröße ist eine 5 Kilo Packung. Die Vorteile von Mafirm Opti: ein leistungsstarkes und breit wirksames Produkt gegen alle Wickelarten, das haben wir in den Versuchen gesehen. Wir haben den Vorteil, wenige oder minimale Rückstände und kurze Wartezeiten, weil wir auch geringe Wirkstoffmengen hinbringen. Der Wirkungsmechanismus ist einzigartig, wir haben keine Kreuzresistenz, das heißt, und wir haben auch wenig Resistenzrisiko von Mafirm Opti. Die Wirkungsverteilung ist translamidar, das heißt blattdurchdringend, damit ist auch das ganze Blatt oder die Frucht geschützt und ein rascher Abbau an der Oberfläche. Und eine sichere Wirkung ist gegeben und fit auch für die Vermarktung. Also wir haben da im Obstbau ein tolles neues Produkt mit der Mafirm Opti gegen alle Wickelarten im Apfelanbau oder generell im Kernobstbau. Jetzt ein kurzer Film von Mafirm Opti nochmal. Farmers worldwide trust a firm as a core product in their Lepidoptera control program. It's time for the next generation of Firm Opti. Cutting-edge Visic technology combined with an advanced Pepeed granule formulation technology. It makes the product easier to handle, more effective, and more reliable in the field. The cutting-edge Visic formulation technology shields the particles of the active ingredient emamectin benzoate from the degrading effect of UV light. This prolongs the protection for up to 2 weeks, increasing the effectiveness and reliability. The Visic stability makes it a more effective product. Moreover, the shield on the leaf's surface optimizes the release of the emamectin compound. This provides more time for uptake into and distribution through the leaf. Thus, the Visic technology also protects the bottom side of the leaf. The Pepeed Advanced Granule Formulation Technology has superior handling, user safety, and application properties. It is a granular, but behaves like a liquid when poured into spray tanks with nearly no dust development. A Firm Opti mixed with water rapidly dissolves and can be applied immediately. The improved wettability also makes rinsing the packaging easier. Meanwhile, a Firm Opti remains a solution designed to support low residue, which meets the food chain requirements and ensures access to market for the produce. A Firm Opti with Visic and Pepi technology, it's your choice. Jetzt kommen wir zum Rest, zu den Fungiziden im Kernobstbau. Mit Comadol, Coras und Topo sind sehr, sehr bekannte Produkte. Über das Comadol werden wir kurz sprechen noch. Genauso mit dem Diavit, unser Netzschwefel, Switch und Geoxy, unsere beiden Lagerspezialistenprodukte. Und manche sehr, sehr gute Produkte. Das Comadol, wie kurz angesprochen, unser Kupferhydroxid mit 350 Gramm Reinkupfer pro Kilogramm.
Ja, auch eine Hydroxidformulierung, wie gesagt, ist für die Oberfläche die beste Kupferformulierung. Wir haben eine sehr, sehr breite Registrierung, nicht nur im Obstbau, sondern auch in Weinbau, Kartoffeln, Hopfen und Ziergehölze mit den üblichen Zulassungskriterien. Ein Kernobst maximal 8,5 Kilo pro Hektar, und ein Steinobst die 3 Kilo, wie gesagt, Intervall 7 bis 10 Tagen. Der Vorteil von unserem Komatol wäre sicher, dass wir eine sehr, sehr gute lösliche Formulierung haben. Wir sind breit mischbar, eine breite Zulassung, und vom Preis-Leistungs-Verhältnis meines Wissens ist das das günstigste Kupferpräparat am Markt, wenn man es aufs Reinkupfer umrechnet. Zum Diavit, unser Schwefel, unser granulierter Schwefel, Vorteil für Sie als Anwender: er staubt nicht, er stinkt nicht. Der granulierte Schwefel ist einfach von der Anwendung her sehr, sehr gut. Ein weiterer Vorteil hat sich in den letzten Jahren aufgezeigt: der Diavit-Schwefel ist der einzige Schwefel, der bis jetzt noch nie ausgefallen oder verklebt hat, weil speziell im Biobereich werden viele Haftmittel dazugegeben, und diese Haftmittel verursachen oft eine Verklumpung von an Schwefel und anderen Präparaten. Das ist in der Mischung mit Diavit noch immer nie passiert. Das heißt, Diavit ist von der Mischbarkeit her sicher einzigartig und hervorragend. Zum Geoxe gegen unsere Lagerfäulen im Kernobst. Da haben wir ein tolles Präparat. Der große Vorteil vom Geoxe ist einfach, dass wir einen Wirkstoff haben. Im Rückstandsprofil sind wir da sehr, sehr gut, weil einfach die Rückstandsproblematik immer ein Thema ist bei der Vermarktung. Wie gesagt, mit Geoxy ein Wirkstoff bei der Lagerhaltung. Wir haben natürlich auch Switch, das hätte zwei Wirkstoffe, wie gesagt, aber der Hauptbrand liegt sicher auf Geoxy. Der Kernobst Spritzplan 2021, wie könnte das aussehen? Von unserer Seite, wir hätten einfach bei Melder Seite mit Diavit und Topaz eine gute Lösung. Beim Schorf mit dem Komatol um die Blüte, dann Chorus plus Kontaktmittel. Dann können wir mit der Merbau arbeiten. Nach der Blüte mit einer Umbrella wäre eine Empfehlung. Und zum Abschluss wieder unser Komatol. Und für die Lagerfäulen hätten wir einfach das Geoxy oder unser Switch. Beide sehr, sehr gut wirksam. Switch wirkt nicht nur gegen Kernhausfäulen, sondern generell auch in Süß- und Sauerkirschen, in Aprikosen, Pfirsich und Pflaumen. Da haben wir eine sehr, sehr gute Wirkung. Wir haben zwei Wirkstoffe, vorbeugend und kurativ sehr, sehr gut wirksam. Wir haben auch Switch in Holland, in Johannisbeeren. Wie gesagt, das Switch ist ein sehr, sehr breit eingesetztes Produkt im Obstbau. In den Erdbeeren wir auch mit Switch, mit Ativo und Topaz tolle Fungizide. Switch einfach im Bereich Botrytis. Ativa ist die Stärke in Colletrichum und Topaz einfach in der Stärke von Mehldau. Mit Karate und Evur haben wir auch Insektizide. Evur sehr, sehr stark bei den Trips. Und sonst für alle saugenden und beißenden Schädlinge haben wir einfach das Karate-Zeon. Karate mit 3 Tage Wartezeit und Evur mit 7 Tage Wartezeit. Den Spritzplan für die Erdbeeren, wie gesagt, für Mehldau haben wir wieder Diavit und Topaz. Botrytis alternierend, Switch, Ativa, damit hätten wir auch den ganzen Blütenbereich und die Fruchtfäulen toll abgedeckt. Die Wirkungsbreite von den Syngenta-Produkten in Erdbeeren, wie gesagt, Switch kann mehr als Botrytis, das wissen wir auch. Wie gesagt, wir können Colletrichum und auch Cannamonia sehr gut. Ativa hat die Stärke bei Colletrichum, Mehltau und auch Weißfleckenkrankheit, also alternierend Switch und Ativa in den Erdbeeren eine sehr, sehr gute Variante. Und gegen echte Milde haben wir einfach das Topaz. Jetzt sieht man auch die Zulassungsnummern der Obstbauprodukte generell. Wir haben auch im Wein oder im Prospekt auch die Zulassungsnummer der Weinbau- und Obstbaupräparate. Oder wenn Sie auf die Syngenta Homepage wollen, um weitere Produkte anzusehen. Ansonsten, wenn Sie Fragen haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Meine Telefonnummer 0664 453 4081 im Hans Kohl. Wie gesagt, das war ein kurzer Abriss. Bei genaueren Fragen bitte rufen Sie mich an. Ich bin auch gerne bereit, zu euch am Betrieb zu kommen. Sonst darf ich euch für 2021 alles Gute wünschen, und wie ich immer sage, mit Produkten von der Firma Syngenta wird sie auch wirtschaftlichen Erfolg haben. Danke und alles Gute.